Unfassbarer Reichtum sammelt sich bei wenigen Menschen in Deutschland. Rund 3.000 Milliarden Euro beträgt das ständig steigende Geldvermögen der reichsten 10%. Welche Verantwortung trägt die Politik für diese Riesenvermögen? Nehmen wir die Abschaffung der Vermögenssteuer. Menschen mit großen Vermögen sparten seitdem jährlich rund 23 Milliarden Euro. Oder auch die Senkung der Einkommenssteuern für Besserverdienende. Diese führte bei ihnen zu einem Vermögenszuwachs von insgesamt 150 Milliarden Euro. Auch der Verkauf zehntausender Sozialwohnungen, die Privatisierung kommunaler Betriebe oder die private Altersvorsorge sind Beispiele, wo Profite auf Kosten der Allgemeinheit gemacht werden. Hinzu kommen die Steueroasen der Superreichen. Der Staat verliert durch Steuerflucht und Betrug geschätzte 100 Milliarden Euro im Jahr. Die Rechnung dafür zahlen jedoch alle, zum Beispiel durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19%. Sie belastet vor allem niedrige Einkommen. Seit 2007 zahlten alle Menschen insgesamt ca. 275 Milliarden Euro zusätzlich. Und das, obwohl die Reallöhne seit langem kaum steigen und viele sich immer weniger leisten können. Der enorme Reichtum der wenigen hat seinen Preis. Verarmte Kommunen, kaputte Straßen und Brücken, ein marodes Bildungssystem. Überall fehlt es an Geld. Es braucht viel Kraft, um diese Probleme anzugehen. Mit Ihrer Hilfe werden wir die Kluft zwischen Arm und Reich in Zukunft schließen. Machen Sie am 24. September den ersten Schritt.